So Justin Bieber-mäßig geht das. Kein Justin Bieber. Das sind ehemalige Laborkaninchen. Oh. Scheiße, oh nee. Oh, ist das krass, ne? Was machen wir eigentlich zum Frühstück? Gute Frage, aber wir müssen auf jeden Fall Aaron irgendwas. Also Aaron hat es jetzt schon gut, ne? Kriegt Frühstück ans Bett und muss nicht mal hier die Sauschau mit aufräumen. Naja gut, er hat es sich ja auch eigentlich verdient. Ich meine, wir hätten auch länger durchhalten können. Aaron hat das Blanking gewonnen und somit den Wetteinsatz Frühstück am Bett auch gewonnen. Morgen! Oh je, guten Was machst Morgen. Du jetzt hier? Du sollst so ausschlafen. Habe ich euch jetzt die Surprise kaputt gemacht? Ja, ich will das Frühstück ans Bett bringen. Also es ist so, es ist natürlich unheimlich süß von euch, aber ein bisschen angefixt von gestern wollte ich tatsächlich auch heute Morgen ein bisschen Power in meinen Alltag bringen und Sport betreiben. Wow. Deswegen wollte ich joggen gehen. Perfekt. Jogg eine Runde für mich mit. Jogg du noch eine Runde für dich mit? Nee, danke. Will nicht einer mitkommen? Oh nee, safe nicht. Komm, Jani. Ja, oder die Katze. Ich bin da auch raus. Aber eine kleine Runde. Ja, jetzt aber nicht so ein Milchbrötchen oder eine mittelgroße. Hör bloß auf, Freund, sonst kehre ich um nach der Hälfte. wir sind ja relativ nah am Rhein, wir könnten schon die Promenade rauf und runter. Ja, okay. Okay, komm. Lauf vor, ich lauf dir hinterher. Mach nicht so große Schritte. Meine Beine sind halt länger als deine. Meine Beine sind halt länger. Ich bin gerade so froh, dass Jani den Part übernommen hat. Ja, ich habe gar keinen Bock. Ich glaube, wir müssen jetzt halt trotzdem irgendwas ein bisschen zaubern. So. Ja, wollen wir mal gucken, was wir überhaupt hier noch haben. Ich weiß nicht. Lass uns irgendwas Gelbes noch machen. Gelber Teller ist eigentlich eine geile Idee, finde ich. Wenn wir irgendwie zwei Spiegeleier machen, dann haben wir ja auch so das gelbe Format. Also uns meine? Ja, das ist eine Idee. Guten Morgen. Hey. Ja, was geht bei euch? Na? Wieder gesund? Ja, passt. Wo ist der Rest? Also Aaron und Jani, die sind jetzt joggen. Nicht schlecht. Angefixt von gestern, oder ja, was? Ja, genau. Zeit für gute Vorsätze. Ja. Fragt sich nur, wie lang. Jungs, der Mülleimer stinkt. Ja, easy. Wollt ihr den rausbringen? Weißt du, wo der ist? Ja, nee, eigentlich nicht. Aber vermutlich irgendwo unten. Toupet. Ja. Zack. Glaubst du, ist hier unten? Ja, guck mal. Vielleicht ist er da. Gibt's hier irgendwie Licht? Also ich vermute mal, dass der Müllraum nicht so weit unten ist. Das wäre nämlich echt dumm. Aber mich würde trotzdem mal interessieren, was hier ist. Ja, Müll. Ist er wirklich da? Nein. Nee. Also ich meine, hier vorne links sind auch noch Türen. Ja, das sind schon mal Müll. Trennungsanleitung. Weißt du noch damals in der WG, wie wir Hör auf, Digga. Müll entsorgt haben? Ah, das war so freudig, Alter. Damals haben die ja unseren Müll nicht mitgenommen, weil wir den nicht getrennt haben. Madeninvasion pur, Alter. Also es sah vom Auspacken her ähnlich wie Weihnachten. Aber vom Gestank und vom ganzen Rest her war es eher wie Kotznachten. Fertig. Ja, lief doch ein bisschen glatter als letztes Mal. Professioneller als damals auf jeden Fall. Ja. Wollen wir eigentlich mal eine kurze Pause einlegen nach den 2,5 Kilometern Marathon, die du mich jetzt hier schon. Och, Jani. Ja, eigentlich müsste ich ja ein bisschen sportlicher unterwegs sein. Ne? Weil mein Freund, der spielt ja professionell Fußball. Willst du ihn denn mal heiraten? Es sind Fragen. Nee, keine Ahnung. Wir sind jetzt erst seit 1,5 Jahren zusammen und ist noch so weit weg mit Hochzeit und Kindern und Familie und keine Ahnung. Also was ich weiß, ist, dass ich gelbe Tischläufer haben werde, gelbe Blumengestecke und gelbe Samtgehänge an der Wand. Gelber Anzug, gelber Teppich, gelbe Stühle, gelbe Blumen. heiraten ist noch nicht relevant, aber du hast die Hochzeit eigentlich schon durchgebracht. Ja. Hier muss noch so diese Tolle hin. Ja, ja. Also wenn er sich darüber nicht freut, dann weiß ich auch nicht. Aber es ist echt, sieht so cool aus. Hallöchen. Sportlerin zurück. Na, hey. Oh, nicht das schlecht. Das hat Spaß gemacht. Oh, guck mal. Das war Aaron. Ein gelber Teller. Da
Das habt ihr aber süß gemacht. Das ist schön, ne? Bin ich das? Ja. Ja, ja. Guck doch mal, was für eine Frage. Guck dir den noch mal an. Mega. Das war so süß. Und es war alles in Gelb. Warte, ich guck wie der. Hat irgendjemand einen Plan, was heute ansteht? Heute steht unser Praktikum im Tierheim an, ja? Ach, geil. Also ich bin auf jeden Fall heiß. Ich bin ja, sehr heiß. Ja, weil es gibt ja auch noch die Bestatteroption dann irgendwann. Also ich finde es schon geil, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, ein Praktikum zu machen, weil ich finde es schon wichtig, dass man sich so verschiedene Berufe mal anguckt, weil woher soll man sonst wissen, was man später mal machen will, ne? Also ich gehe auf jeden Fall ins Tierheim, ist ja? Das mit dem Bestatter zu haben. Ja, das Tierheim wäre dabei heute. Ich glaube, dann gehe ich mit Paolo eher zum Bestatter, auch wenn ich diese Katzenbabys sehen will. Wir bringen welche mit. Was machen wir? Wir könnten auch, das muss ich nämlich auch relativ dringend machen, zum Friseur gehen. Zum Friseur? Ja, wirklich. Ja, hast du mal meinen Kopf angucken, sieht aus wie ein Landstreich. Mm, ist mir auch schon aufgefallen. Auf zum Praktikum. Das sieht aus wie eine Biene. Gelb wie die Sonne, lass ich mir die Haare schneiden. Ja, also ich hätte auf jeden Fall Bock, dass die Sommermatte ein bisschen abgeht. Fukuhila. Das war kein Witz. Guck mal, hier ist ah, es ja, schon. Ah ja, nice. Ich bin Aaron, hallo. Santos, freut mich auch. Wir hatten Paolo. Hier ja ein Terminchen. Was hab ich denn Schönes machen? Ja, also es ist so, das weiß ich selber nicht ganz genau. Ich hätte auf jeden Fall mal Bock auf eine kleine Veränderung. Ich hatte sie auch mal so kurz wie ungefähr hier mein werter Kumpane oben. Er will einfach nur aussehen wie ich. Ja, genau. Ich hätte die Farbe auch gern schwarz. Und danach gehe ich doch zum Tattoo-Studio und lass mich ganz Körperlatte Macchiato färben. Ja, genau, sehr gut. Nee, das bekommen wir hin. Den Nacken würde ich schön kurz machen, dass wir eine schöne Fasson haben. Aber so, dass ich mir die zum Beispiel hier auf der Höhe schon dann so nach vorne machen kann. Okay. So Justin Bieber-mäßig geht das. Ich erzähle euch mal was. Wir sind in einer Oldschool-Barbershop, ja? Und da sind zum Beispiel solche markante Frisuren. Also kein Justin Bieber. I put a spell on you. Guck mal, ich kann dir das zeigen. Ich hatte das auch schon hier, ne? Gut gedacht, schlecht gemacht. So. Pass mal auf, dann sage ich das jetzt einfach so. Mhm. Mach mal, wie du das genau denkst. Vertrau ihm einfach mal. Hallo. Hallo. Hallo, hier drüben. Hallo. Hallo. Ich bin Janina. Ich bin Diana. Hi. Hallo. Hi, ich bin die May. Ihr kommt fürs Praktikum? Ja. Alina. Ja, genau. Super. Hallo. Hey, Alexei. Oh, süßer. Der ist so groß. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Er ist so drüber. Oh. Ja, ihr könnt heute hier das Gehege sauber machen bei den Kaninchen. Am besten macht ihr das zu zweit. Ich mag so sind Kaninchen. Die Kaninchen. Ich würde auch die Kaninchen. Ja, die sind da drinne. Ah, die sind so riesig. Ja, das sind Neuseeländer Kaninchen. Wie ist von Alice im Wunderland der Hase? Der hat doch auch so rote Augen. Hallo. Oh, du stinkst. Die sind leider noch ein bisschen scheu, weil das sind ehemalige Laborkaninchen. Oh, Scheiße, oh nee. Und wann, also an denen wurden so Dinge getestet? Mhm, oder? Genau, deswegen haben die auch an den Seiten noch so wenig Fell. Die kamen zu uns und waren da ganz nackt. Weil er auf der Haut dann Versuche durchgeführt werden. Du weißt aber nicht genau, was für welche. Doch, in der Regel Kosmetik, sind das, nee, das sind Medikamente. Ach so, und oh, ist das krass, ey. Doch, das geht halt nicht, ne? So traurig einfach, was wir machen mit Tieren so. Wie viele Tiere habt ihr hier ungefähr? Also im Schnitt sind es immer so um die 200 insgesamt. Ach krass, okay. Werden die auch irgendwann mal abgeholt oder sind die dann ihr ganzes Leben lang hier? Nee, also unser Ziel ist natürlich, dass sie ein neues Zuhause finden. Ja. Alle. Aber es gibt natürlich auch immer Tiere, die es leider nicht schaffen. Geht doch in die richtige Richtung. Dass ich aussehe wie Barney Stinson. Kennst du von How I Met Your Mother? Der hat auch so eine Frisur. Geil. Vor allem, ich sehe viel jünger aus. Sieht gut aus. Jetzt steh mal auf. Kannst du selbst sein. Jetzt kann ich auch mal nah rangehen und hier gucken. Guck mal, meine Geheimratsechse sind weg. Bevor wir anfangen, was wir trinken vielleicht? Bier, Whisky, Wasser? Dann sagen wir nicht nein, oder? Okay, sehr stark. Dann mach schon. Ja, ich nehme auch mal ein. Der Laden setzt auf jeden Fall schon Zeichen, ne? Also es ist ja auch immer so dieses Beauty, Haare, Föhn, Schönheit. Das ist ja, wird ja auch immer schnell mit Frauen in Verbindung gebracht. Und das ist jetzt wirklich auf die Männerpflege zugeschnitten, ne? Also ich finde das derbe cool. Ja. Guck mal. Santos, sag mal.
Das ist ja auch wirklich schon so eine sehr spezialisierte Laden, der dann halt eigentlich auch nur Männer als Kundschaft hat, oder? Genau. Frauen dürfen ja gerne reinkommen, um Geschenke zu kaufen oder Geld auszugeben. Okay. Und dann redet man hier auch sicherlich über andere Themen, ne? Sag mal so, worüber die Frauen sprechen, das will der Mann auch nicht immer gehört haben. Genauso ist das umgekehrt. Kommen dann so Themen zum Vorschein wie irgendwie Sex oder Affären oder irgendwas so? Oh ja. Über Frauen, über Affären, über Seitensprünge. Es gibt's alles. Nicht nur die schönen Sachen, es sind auch ein paar andere Sachen. Und das wird unter Männern wird das gerne ausgetauscht. Das sind ja auch Sachen, über die man sicherlich reden muss. Oder vielleicht auch mal einen Rat braucht oder was. Genau. Ich sage, hier dürfen die einfach Mann sein und fertig. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Dann dürft ihr in jedes Näpfchen ein Tütchen machen. Ist es jetzt jeden Tag, das, was da, also dass ein Tier dazukommt? Oder? Ja, eigentlich schon. Ehrlich? Im Schnitt. Ja, manchmal auch mehrere. Boah, das ist voll traurig. Die meisten Tiere werden immer als angebliches Fundtier abgegeben. Ist halt auch oft einfach nur angeblich. Ach, Quatsch. Ja, aber wir müssen uns ja, ja klar, drauf verlassen. Wollen wir mal füttern gehen? Ja, klar. Geil. Es wird geschmust. Oh ja, da bin ich auch schon bereit für. Für mich war das jetzt nicht schlimm, da ein bisschen Kacke wegzuschippen, weil ich selber Haustiere hatte und es ist so das Normalste. Gerade bei Kaninchen ist das wirklich kein großes Ding. Ey Leute, guckt euch mal den Stall an, der ist voll dreckig. Der ist echt richtig eklig. Stinkt das. Hattest du früher mal so Hasen oder so? Irgendwas, was man so stallmäßig sauber machen musste? Ja, Hasen hatte ich tatsächlich mal. Aber so ein Tier zu haben, ist natürlich auch immer eine Verantwortung. Und, ja, auf jeden Fall. Das muss einem als Kind dann auch erstmal richtig bewusst gemacht werden. Ich glaube, dass viele Leute sich überschätzen, sich ein Tier anschaffen und dann merken, ist vielleicht doch nicht so unseres. Und dann einfach so das Tier wieder weggeben. Mir tut es dann wahnsinnig leid, dass die Tiere das dann jedoch ausbaden müssen. Jetzt müssen wir aufpassen, weil hier die kleine Maus, die ist so eine kleine Ausbrecherin. Mhm. Muss mal ganz schnell reinhuschen. Komm. Die ist arg flink. Ja, die weiß schon, was auf sie zukommt. Ja, die weiß jetzt schon, was geht. Okay, dann könnt ihr die Näpfe einfach so quer im Raum verteilen. Cool. Heavy on your heart, heavy on your mind. Ich bin ja eigentlich ein absoluter Hundemensch. Aber wenn man dann so Kätzchen sieht, dann, ach ja, die sind schon auch süß. Also, ja, die würde man schon gern kuscheln. Oh, Alina, guck mal, der braucht. Oder der da. Aber oh, die sind alle richtig süß. Hey, meinst du, ich finde so einen Hasen, der aussieht wie Aaron oder so? Boah, ja, das wäre cool. Dann machen wir dem auch so einen gelben Hasen. So ein paar Strähnchen. Der könnte aber auch so Paolo sein. Ja, das stimmt. Hier, wir haben Paolo gefunden. Also ich würde das da vorne jetzt noch so ein bisschen dramatischer hochfüllen. Okay, wie meinst du? Was soll ich mal machen? Du weißt ja noch gar nicht, dass ich eigentlich auch ein kleiner Barber bin. Mach mal. Santos, ist das okay für dich? Ja, selbstverständlich. Kannst du gerne machen. Oh Gott, Paolo, du wirst danach ausschauen wie ein Fußballspieler. Okay. Komm, jetzt kriegst du hier. Also du hast aber schon eine genaue Vorstellung, was du da jetzt machst. Findest du nicht? Du hast schon ein graues Haar, weißt du das überhaupt? Ja, ich weiß. Guck, was sagst du dazu? Hier noch eine Kante will ich noch wegkriegen. Ja, also ich find's gut, muss ich sagen. Ja, mega. Wollen wir noch irgendwie so ein Abschiedsfoto machen, oder? Ja, gerne. Ja, cool. So. Ja, mal mit einer neuen Schuhe kann man doch wieder starten. Also das ist schon enorm kurz, ne? Ja, ist doch super jetzt für den Sommer. Alles gut. Ich bin auch ganz happy. Let's go, oder? Ja. Chaka. Ehrenamtliches Engagement finde ich eigentlich schon wichtig. Also gerade auch in unserem Alter, dass man da noch ein bisschen drauf guckt und ein bisschen was macht. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich ehrenamtlich gar nicht engagiere. Und das ist eigentlich richtig. Ja, man denkt ja auch nie dran. Ja, es gibt so viele Bereiche, in denen man einfach helfen kann. Ob es jetzt eben Seniorenheim ist oder Tierheim oder Flüchtlingshilfe. Man muss ja nicht immer unbedingt Geld spenden, sondern wenn man seine Arbeitsleistung quasi spendet. Vor allem, wenn ich so drüber nachdenke, schäme ich mich so krass, wie viel Zeit ich so verbringe mit Serien schauen und sowas. Ja. Und wenn ich überlege, wenn ich da einfach nur mal so ein bisschen was von in sowas investieren würde, das wäre schon irgendwie echt cool eigentlich. Wir sollten es als Vorsatz nehmen, dass wir sowas mal zu Hause machen. Ja, voll, ehrlich. Ja, lass es echt sowas habe ich, glaube ich, noch nie gemacht.
Hier ist der Hundebereich. Wir gehen jetzt zum Milbo. Oh, was ein feiner. Ist der süß. Mit dem wollen wir ein bisschen spielen. Ja. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Der Milbo, der war ein bisschen aufgedreht, hatte Ähnlichkeit mit Alexa. Die haben sich ja dann auch richtig gut verstanden. Alle wollen mitspielen. Die anderen meinten ja, dass Milbo und ich so gut zueinander passen. Ich würde jetzt mal einfach davon ausgehen, dass es so ein bisschen das Zottlige ist. So ein bisschen durch die Gegend rennen, so ein bisschen verplant. So. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, ja, danke, dass wir das hier mal so auskosten konnten. Ja, ihr dürft jederzeit wiederkommen. Arbeit ist genug. Danke. Hat Spaß gemacht. Gerne. Tschüss. Ich habe auf jeden Fall im Tierheim dazugelernt bzw. nochmal bestätigt bekommen, dass ein Tier super viel Arbeit ist, dass man sich darüber Gedanken machen muss und dass es ganz wichtig ist, dass es ganz viele Leute gibt, die auch helfen. Also mein allergrößtes Hobby ist Singen. Das mache ich ständig und überall, unter der Dusche oder einfach in der Schule mal. Ich wünsche mir für die Zeit in der WG, dass ich viel Spaß haben werde mit den anderen Mädchen, dass ich mit denen gut klarkomme und ja, wir immer was zu lachen haben. Ups.